So, dieses Beispiel zeigt, dass exponentielles Wachstum auf lange Sicht kein realistisches Modell sein kann. Nehmen wir an, wir haben eine Horde von Ratten, die am Anfang aus B0 gleich 18 Mitgliedern besteht. 23 Tage später sollen es schon 42 Ratten sein. Wie realistisch jetzt diese Zahlen sind, kann ich euch nicht sagen, aber darum geht es hier auch nicht. Wir nehmen einfach mal an, diese Daten würden stimmen und es würde ein exponentielles Wachstumsgesetz zugrunde liegen. Dann hätten wir folgenden Ansatz für die Anzahl der Ratten nach so und so viel Tagen, t in Tagen angegeben. Das wäre Anfangsbestand, also 18 Stück, mal Wachstumsfaktor hoch t. Den kennen wir noch nicht. Den müssen wir jetzt aus der Angabe bestimmen, dass nach 23 Tagen 42 Ratten vorhanden sind. So, dann müssen wir doch einfach hier diese 23 für t einsetzen und wissen, nach 23 Tagen sind es 42. Also kommt da 42 raus. Das führt mich auf diese Gleichung hier. Und daraus können wir jetzt eindeutig diesen Wachstumsfaktor a bestimmen. Ich teile durch 18. Wie kriege ich die hoch 23 weg? Naja, ich mache hoch ein 23. Oder anders ausgedrückt, ich ziehe die 23. Wurzel. Dann kommt das für a raus. Die 23. Wurzel aus 42 Achtzehntel, was ich noch als 7 Drittel schreiben kann, aber spätestens jetzt brauche ich den Taschenrechner. Das gibt dann ungefähr 1,038, was einem prozentualen Zuwachs von 3,8% pro Tag entspricht. Diesen Wert solltet ihr unbedingt speichern. Ja, das ist ja gerundet. Und wenn ihr nicht den exakten nehmt, dann kommt es zu deutlichen Rundungsfehlern, wenn er hier größere Zeiten t einsetzt. So, und insgesamt kriegt man dann folgende Wachstumsfunktion oder das Wachstumsgesetz. Anzahl der Ratten nach t Tagen seit Beobachtungsbeginn ist 18 mal 1,038 hoch t. Korrekterweise müsste man hier ungefähr schreiben, weil das ja ein gerundeter Wert ist, aber das macht man nicht. Aber bitte hier mit dem gespeicherten Wert rechnen. Wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass die sich ein Jahr lang weiterhin so vermehren würden, also gemäß dieses exponentiellen Gesetzes, dann würde ich bekommen, dass nach 365 Tagen, also nach einem Jahr, diese Anzahl an Ratten vorhanden wäre. Also ich muss hier für t 365 einsetzen und dann kommt 12,4 Millionen raus. Das ist dann nun ein bisschen arg viel. Das heißt, exponentielles Wachstum für größere Zeiträume ist in der Regel unrealistisch. Die Ratten werden krank werden, sie werden zu wenig zu fressen haben. Diverse hemmende Faktoren können exponentielles Wachstum abbremsen. Und wir hoffen einfach mal, dass das hier kein realistisches Modell des Rattenwachstums ist.